Hells Bells im Hintergrund. Wir sind in Bremen beim Spiel zwischen Werder und den TTF Liebherr Ochsenhausen. Und es sollte ein richtig spannendes, ein hart umkämpftes und am Ende auch vielleicht ein bisschen umstrittenes Spiel werden. Wir gucken uns das der Reihe nach an. Zunächst mit Matthias Falk gegen Samuel Kulczycki. Das war das erste Spiel an diesem Abend. Und da legte Matthias Falk gleich mal los wie die Feuerwehr. 2:0 Satzführung gegen den jungen Kulczycki, der aber trotzdem hier auch ein ordentliches Spiel macht, da gar keine Frage. Aber Matthias Falk mit seinen kurzen Noppen hier auf der Vorhand, der patschte ihm doch das ein ums andere Mal hier ein paar Dinger vor den Latz. Also stark deshalb gesprochen. Ja. Da setzte sich letztlich die größere Erfahrung durch, dachte man. Aber Samuel Kulczycki konnte im dritten Satz sehr gut mithalten sogar und sich den Satz sichern. Also vielleicht geht es doch anders aus, als wir alle gedacht haben. Spannend jetzt zu sehen, wie Matthias Falk, der Erfahrene, hier im vierten Durchgang reagiert. Ja, ja. Ja, und zwar so, es schlägt wieder ein. Und er führt jetzt hoch, 8:4. Trotzdem Kulczycki noch sehr gut wieder rangekommen, 7:9. Das ist ein hohes. Aber dann Matchbälle für den Schweden. Und die Führung für Werder Bremen 1:0. Dann Hunter Schosch gegen Hugo Calderano. Guter Start für Huni. Der erste Satz schnell an den Brasilianer. Zweite dann wirklich eng. 5:4 Führung für den Mann vom SV Werder Bremen, Hunter Schosch. Oder. Aber auch hier kann Calderano das ganze Ding wieder umdrehen. Und der war natürlich super. Die Rückhand hat genau gesessen. Da hat er gesehen, dass sich Hunter Schosch in die Rückhand bewegt. Und dann spielt er die Linie entlang. Sehr schön von Hugo Calderano überhaupt in diesem Spiel. Sehr viele schöne Ballwechsel mit dabei. Hier verreist er die Rückhand, stand da ein bisschen falsch. Aber der wieder klasse nachgelegt mit da vorne. Und dann 6 Matchbälle für Hugo Calderano. Und damit der Ausgleich wiederum für die Gäste. Und somit im dritten Spiel jetzt schon vielleicht die Chance, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Wer würde sein Team wieder in Führung bringen können? Kirill Gerasimenko oder Simon Gossi? Wir schauen es uns an und sehen hier zunächst einmal einen sehr aggressiven Kirill Gerasimenko. Ins Spiel kommen will, das klappt gut. Er muss dann natürlich die Dinger auch zumachen. Ja, hier ist mal so ein klasse Ballwechsel jetzt. Das ist die Situation, die ich mir ahne. Jetzt geht er doch nicht nach vorne. Bleibt jetzt hinten. Jetzt kommt er wieder nach vorne. Schöner Ballwechsel und am Ende knickt da Gossi ein bisschen das Handgelenk ab und gibt den Ball den entscheidenden Schnitt nach außen. Jetzt schauen wir nochmal hin. Hier, zack. Wunderschön aus dem Handgelenk gespielt. Ja. Und das war seine Marschroute. Er blieb weiter vorne, der Franzose. Wir haben gerade auch gesehen, während Gerasimenko oft so einen Schritt nach hinten macht. Sehen wir das nochmal hier? Also der Aufschlag war ja schon ziemlich kross und dann mal ganz entspannt mit der. Aus dem Halbfeld könnte man fast sagen, spielt aus der Halbdistanz. Versuchte Simon Gossi auf Platz vorne zu bleiben, den ob Druck für Gerasimenko vielleicht jetzt nochmal eine Tür aufgeht in diesem zweiten Satz. Starker Ball. Na, da ärgert sich Gerasimenko, da hat er einen liegen gelassen. Hätte er mit der Rückhand vielleicht schön gegenziehen können, aber der ging daneben. Was für ein Ballwechsel und er wird bejubelt natürlich vom Franzosen. Bis dahin Gerasimenko sehr schön gespielt, bringt Gossi schwer in Bedrängnis, aber dann holt er nochmal hier alles und bringt zurück und dann die Chance mit der Rückhand zu verwandeln. Tolles Spiel zwischen diesen beiden. Sehr viel Glück. Und gerade das Spiel ist jetzt nun wirklich auch insgesamt, also
egal für wen man jetzt persönlich ist, ist das vor allen Dingen für Tischtennisliebhaber was. Wunderbar auch zu sehen, wie hier Gerasimenko viel über die Rückhand geht. Verließ sich zu diesem Zeitpunkt gefühlt mehr auf seine Rückhand als auf die Vorhand. Oh. Der war natürlich wieder stark von Gussi. Nice Reaktion, das geht so schnell. Das macht einfach auch die Faszination aus. Diese tollen langen Rallyes, aber auch diese blitzschnellen Reaktionen manchmal, die dann einfach spektakulär aussehen. Gussi geht 2-1 Sätze in Führung. Früh rangegangen. Ja. Und hier wieder ähnliche Punktgewinn wie eben. Jetzt nur noch 8-9. Dann der Netzroller von Gerasimenko, der jetzt hier den Satz ausgleichen kann. Wir springen also in den fünften Durchgang. Und da war es dann wieder der Franzose, der vorlegen konnte. 9-5, jetzt selbst ein Netzroller. Ja. Und die Chance, das Ding hier zuzumachen. Und das gelingt. Hart erkämpfter Erfolg für Simon Gussi und damit die 2-1 Führung für Ochsenhausen. Jetzt natürlich spannendes Spiel. Matthias Falk gegen Hugo Calderano. Wie kommt der Brasilianer mit dem Spiel des Schweden zurecht? Und hier sehen wir, schlägt die Form wieder ein und Calderano versucht hier nochmal mit der beidhändigen Rückhand den Ball zurückzuspielen, aber auch das klappt in diesem Fall nicht. Falk mit einer sehr guten Vorstellung bis dahin führt 1-0 in Sätzen. Und dann hier, ja, der Ball war wohl außen dran. Da kommen wir später nochmal zu diesem Thema. Hier war es, glaube ich, relativ eindeutig. Das ist stark. Mehr als 10, 15 Zentimeter. Ja. Wer trifft da den Ellenbogen ein bisschen besser? Boah. Und das ist Matthias Falk dann mit der 2-0 Satzführung. Also, der war auf einem guten Weg hier, den Ausgleich wiederherzustellen für sein Team. Hugo Calderano hatte doch seine Mühe mit Matthias Falk. Hätte man gedacht, dass vielleicht das Ganze noch enger läuft. Und in diesem Moment aber doch könnte Matthias Falk sein etwas ungewöhnlicher Spielstil mit den kurzen Noppen auf der Vorhand eben ein Vorteil sein. Auch gegen so einen Weltklasse-Mann wie Hugo Calderano. Aber hier jetzt die Vorhand daneben, beziehungsweise ins Netz. Calderano noch dran. Kann er nochmal hier reinkommen in dieses Spiel? Aber so wie der zum hier Matchball jetzt für Matthias Falk. Den da kann ist man es. Natürlich treffen, aber Calderano verschlägt und damit der Ausgleich. Wir gehen ins Doppel. Und jetzt wurde es richtig heiß, richtig umkämpft und auch richtig hitzig. Totale Emotionen, wir werden das gleich sehen. Agüero und Schosch gegen Gossi und Kulczycki. 1-1 in Sätzen zu diesem Zeitpunkt. Oh, das ist übrigens mein Ballwechsel gespielt. Last. Schön hier. Wahnsinnsball. Tempo. Der Strawberry Flip von Simon Gossi zum Punkt. Agüero im Rückschlag. Flippt wieder. Jetzt die ganz große Kunst ausgepackt. Hinterm Rücken, das ging aber schief. Agüero und Schosch jetzt 2-1 Sätze in Führung. Ja, und jetzt ging es dahin. Was für ein Match zwischen diesen beiden Doppeln. Jetzt ging es vor allen Dingen auch um die Nerven. Immer wieder die Faust. Und schön dieser Satz abgeschlossen von Kulczycki. Wir sind im fünften Satz. In so eine Abschlussphase reinfighten. Wunderschön von Gossi. Der legt gerade nochmal nach. Achtung. Was für ein Ball. Mit wie viel Seitschnitt gespielt. Steht er eigentlich komplett falsch hier. Aus der Hüfte wie John Wayne. Noch so ein unmögliches Teil. Das kann nicht sein. Was macht das Simon Gossi? Das macht Spaß hier. Was für ein Spiel. Beide Teams geben hier alles. So, und jetzt eine ganz entscheidende Szene.
Der Ball streift den Tisch, aber war es oben oder war es außen am Rahmen? Die Schiris legen sich fest. Hausen mit der Entscheidung nicht einverstanden, kann man natürlich verstehen. Das gibt's nicht. Und jetzt Matchball für Gusi Kulczycki. Am fünften Satz. Zunächst mal abgewehrt und so. Und jetzt kommen wir gleich nochmal zu diesem Thema mit der Kante und dem Rahmen. Achtung. Der ist daneben. Jetzt Matchball für Bremen. Wieder abgewehrt. Jetzt nochmal Matchball Bremen. Ja, und hier streift der Ball wieder den Tisch. Und wieder die Frage, oben oder an der Seite? Guckt nochmal die Wiederholung an, vielleicht sieht man es hier. Aber ist natürlich gegenüberliegend. Und auch hier entscheiden die Schiris für Bremen. Und das war sehr, sehr umstritten. Entsprechend gab es da lange Gesichter bei Ochsenhausen. Durchaus verständlich, die Entscheidungen, zumindest von unserer Position aus, nicht wirklich zu erkennen. Aber es war haarig, hätte auch anders bewertet werden können, glaube ich. Jetzt. Ja, ich glaube, das Spiel war für uns sehr, sehr schwer. Matthias ist ein Top-Spieler und er hat heute unglaublich gut gespielt. Und ja, leider ist es für uns heute eine Niederlage, aber wir werden weiterkämpfen. Ja, ein spannendes Spiel, vor allen Dingen auch im Doppel, der jetzt so bis zum Schluss, bis zum letzten Ball spannend war. Ein Spiel, der vielleicht nach dem letzten Spiel keinen Gewinner verdient hat. Wir sind aber natürlich glücklich, gewonnen zu haben, und wir kämpfen weiter.